Nee. Nee, das ist auch nicht. Wo kann ich denn das sehen? Ob die jetzt kommen, ab wann die kommen? Warum geht's denn jetzt schon wieder sehr schlecht? Oh, schrecklich. Zwei Mathearbeit. Joa, erste 2 Stunden Mathearbeit, aber da ist nicht. Danke für dein Follow, VF Drehamster. Oh Gott, what the fuck, was ist das denn für ein Name? Joa, 2 Stunden Mathearbeit ist ja noch machbar, wenn es die ersten waren. Erst halt die normale durch den doofen Körper und die zweite bei mir fangen so langsam an weibliche Hormone und Androkur. Okay, ja. Ich habe keine Ahnung, was das letzte Wort bedeutet, aber ja, Hormone sind was Schreckliches. Also eigentlich was Gutes, aber irgendwie auch was Schreckliches manchmal. Hat jetzt eigentlich jeder Depp hier irgendein Wehwehchen? Ich will die Ding nicht aufgeben, weil sie eigentlich richtig gut läuft. Nur halt kommen keine Kolonisten mehr und keine Kolonisten bedeutet keine Ärzte mehr. Und keine Ärzte bedeutet, dass ich ein Problem habe. Wann, wie beschissen kann denn sowas ablaufen? Ist doch bloß Androkur ist der Blocker der männlichen Hormone. Ah, okay. Ja, ich habe keine Ahnung von Biologie, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da in totaler Versage immer schon drin gewesen. Bewundere immer die Menschen, die da voll die Ahnung von haben, aber ich bin da. Ich habe keine Ahnung davon. Echt nicht. Man, wenn die wenigstens langsamer nur arbeiten könnten, wenn die diese Hungerkrankheit haben. Aber gar nicht arbeiten ist richtig schrecklich ätzend. Wie kriege ich denn den Status hoch? Wenn hier vielleicht mal Sachen gebaut sind, dann kriege ich vielleicht den Status mal hoch. Irgendwie die Laune nach oben ziehen oder so. Meine Laune ist ja schon oben. Das ist ja das Problem. Die sind ja eigentlich alle ganz happy, nur eben gesundheitstechnisch nicht. Hat nicht genug Abwechslung erreicht. Dass man das nicht anders löst. Handelsschiff. Ohne Witz. Oh, und ein Bauroboter wäre auch nicht schlecht, mal. Also das Problem ist, dass uns die Ersatzteile bald ausgehen. Wir brauchen die Ingenieure. Die Ingenieure sind krank. Wir brauchen dafür einen Arzt. Der Arzt ist allerdings auch krank. Und der kann sich nicht selbst versorgen. Dementsprechend brauchen wir... Kann ich die eigentlich immer bitte aufstehen lassen? Nee. Kann ich auch nicht. Bioplastik wird keins hergestellt, weil wir kaum Arbeiter haben, die Bioplastik herstellen können. Und die produzieren erstmal vorwiegend Metall. Was ja eigentlich gut ist, aber... Super toller Tag, muss schnell mein Bett ranschieben. Mach das. Ich stream eh noch eine Weile wahrscheinlich, bis ich Hunger habe und dann mache ich wahrscheinlich auch eine Pause. Oder so. Mal gucken. Ich habe voll Bock auf das Spiel gerade. Ja, Ersatzteile sind erschöpft. Wenn jetzt irgendeiner dieser Solarmodule kaputt geht. Okay, ich hab's verstanden. Ja, wirklich verlassen. Kann ich das nochmal laden, wo es nicht ganz so beschissen wurde? Dezember der 21. 12.18 Uhr. Gucken wir mal, wie es da aussah. So, erstmal Deckel runter. Normale Geschwindigkeit. Krankenstation ist noch nicht gebaut. Das ist schon alles gebaut. Sanitäter, wo bist du? Ne, wie ist der Zustand? Schlecht. Der kann aber nochmal gut werden. Denke ich. Ich glaube, wir haben zwischendurch doch nochmal Leute bekommen. Wir wollen jetzt hundertprozentig mehr Arbeiter, weil wir einfach keine Sanitäter, weil wir dieses Problem nicht nochmal haben wollen. Der Rest machen wir gleich. Hi Yoshi! Kannst du eigentlich mit deinem jetzigen Rechner GTA streamen? Das müsste sogar funktionieren. Ja, ich kann ja GTA auch aufnehmen. Da müsste das auch funktionieren zu streamen. Also ich bringe entweder das Handy oder den Lappy zum Bett, anstatt andersrum. Ja, wenn man halt keinen Laptop hat, dann geht das nicht, ne? Und Handy geht bei ihr nicht, weil der Stream nicht zu schauen ist. Na Yoshi, hast du gut geschlafen?
Holt mal Wasser raus. Ja. So, wir haben wahnsinnig viel Stärke. Wo hampelt denn mein blöder Sanitäter schon wieder eigentlich rum? Wasser kritisch. Bla bla bla. Da wissen wir ja, dass das gleich nicht mehr so kritisch ist. Das Spiel sagt einfach Yog-Eat. Was? Yog-Eat? Tu nicht so, als wäre ich gerade aufgestanden. Ich tue aber gern so, als wärst du gerade aufgestanden. Ich hab dich schon rumhuschen hören vor ein paar Stunden. Keine Sorge. Ich hatte erst Angst, dass du denkst, dass das Schild vor meiner Tür nur aus Versehen umgedreht sei und du einfach reingestürmt kommst. Aber ich gedacht, so dumm ist mein Bruder nicht. Nein, nein. Vielleicht ein bisschen, aber nicht ganz. So, könnten wir jetzt bitte wieder einen guten Status bekommen? What the fuck? Genau, was wir ja hier noch machen wollten, wir hatten ja Biostärke. Ein paar Betten bauen. Vielleicht nicht alle gleich. Vielleicht war das doch ein bisschen übertrieben, viele. So, Hochbett wurde gebaut. Ja, schön. Würde ich nie machen, Kappa. Hm? Willkommen zurück, Fenja. Bist jetzt frischer? Handelsschiffe. Da nehme ich sogar glatt was mit. Hier fresst meine Kristalle. Aber zwei mehr Arbeiter, die funktionieren, fände ich ganz gut. So. Und ich fände es gut, wenn die jetzt hier mal was bauen würden. Wo ist denn jetzt? Da, da kommt's doch. Jetzt bitte bau das auch gleich. Was bist denn du? Ich kann den nicht anklicken. Ach, Sanitäter. Ja gut, Sanitäter können nicht bauen. Also ein Problem ist weiterhin, wir haben keine Ingenieure, die uns das hier bauen. Die uns Ersatzteil bauen. Das ist richtig scheiße. Also ich bin vor einer Stunde aufgestanden. Alter, hast du lange geschlafen. So, jetzt haben wir 4 Arzneimittel, das ist ganz gut. Ah ja, guck mal, wir stellen wieder Ersatzteile her. Die brauchen wir dringend. Weil das Zeug geht sonst eher alles kaputt. Noch 2 Enten, Fenja, dann hast du es auch geschafft. So, Sanitäter. Genau, was wir jetzt noch brauchen, war das Labor. Haben wir hier hingebaut. So. Ist der Mehlkorn braucht noch 8 Enten? Nee. Stimmt gar nicht. Der braucht sogar noch 18 Enten. Mann, Domi. Da braucht aber noch einiges hier. So, genau, was wir dann noch machen wollten, waren hier zum Beispiel den blöden Fernseher platzieren. Und noch eine Pflanze, damit die glücklich bleiben. Scheiß Knochenbrüche, ey. Ohne Witz. Jetzt geht es uns schon mal nur schlecht. Und wenn jetzt unser blöder Sanitäter mal was machen würde. Wo hampelt der denn rum? Ich glaube, das ist eh ein Arbeiter. Wo hampelt der Sanitäter rum? Da. Der ist tatsächlich noch nicht krank. Dann können wir jetzt auch endlich anfangen, die Leute zu versorgen. Und dann geht's der Kolonie schon gleich besser. Und das ist jetzt das, was das praktisch das Ziel ist von uns. Dass es der Kolonie so gut geht, dass wir mindestens noch einen blöden Sanitäter bekommen. Bin ich die im Chat, die am meisten mit den meisten Keksen. 15 Kekse schon. Herzlichen Glückwunsch dafür. Gut, dass du alles mitzählst. Wo ist der Sanitäter schon wieder? Hallo, du hast nichts zu tun, außer einfach dauernd den Leuten zu helfen. Du bist schlecht gelaunt, okay? Dann guckst du ein bisschen Fernsehen und hilfst den Leuten wieder. So. Wo habe ich denn die blöden Arzneimittel gekauft, hey? Anständig. Jetzt muss jemand kommen. Es muss jemand kommen. Glückwunsch zu deinen 3 Keksen. Auch Kolonisten. Komm schon. Alles richtig eingestellt. Ich krieg definitiv einen. Du da bist mir ja komplett im Weg jetzt, ne?
Für wie viel verkaufst du die? 40. Da wir eh gerade kein Labor haben, ist das fast noch ein fairer Deal. Danke für dein Follow. Warum habe ich denn das nicht gehört? Das kam das im Stream an? Kam das der Follower-Alert? Oh, der kam voll verspätet. Aber trotzdem, danke für dein Follow. Warum sind die eigentlich alle gerade so scheiße gelaunt? Finde ich nicht cool. Na, wir haben wieder ein Arzneimittel, das ist schon mal gut. Ich brauche noch ein Labor ganz dringend. Ja! Endlich! Wir haben einen Sanitäter neuen. Oh boy. Wir brauchen aber mindestens noch einen, oder? Also drei Sanitäter wäre schon lustig. Meine Katze trampelt auf meinem Rücken rum. Ja, dann schmeiß sie weg. Wäre auch eine Katze. Katzen sind super, solange sie ja nicht nerven. Und wir stellen Ersatzteile her, das ist auch ganz gut. Ist richtig gut gelaunt, das freut mich doch zu hören. Dies freut mich doch zu hören. Meine Katze schaut mich an, streichelt mich. Ja, dann streichelt sie doch. So, deine Katze den Wunsch erfüllen, ey. So, macht ihr jetzt euch auch mal Salate hier oder sind das immer noch Tomaten, Grundlagen, Tomaten, Grundlagen? Ja, das ist echt scheiße. Ich verstehe ja nicht, woher die blöden Krankheit bekommen, ne? Aber immerhin, jetzt geht's der Station schon anständig. Bin kacke drauf. Ja, das merke ich ein bisschen. Aber es geht auch wieder rum. Arzneimittel sind erschöpft. Ich weiß doch. Ich versuche ja mein Bestes. Ja, dann wird es ja genießen. Hat deine Katze bestimmt gut. Wie geht's denn deinen Katzen? Du hast doch mehrere, oder, Domi? Du hast doch mehrere gehabt. Und Fleisch. Mal gesagt. Jawohl, drei Ärzte haben wir jetzt. Also wenn jetzt alle drei an dieser blöden Krankheit draufgehen, dann weiß ich denen auch nicht mehr zu helfen. Ganz ehrlich nicht. So, wir brauchen... Im Endeffekt können wir das mal so lassen. Wir brauchen von den drei eigentlich immer mal was. So, stellt mir bitte Arzneimittel her, damit wir unsere Leute hier heilen können. Also unsere Biologen wären super. Deine Katze haut, kratzt dich. Zwei anderen rennen irgendwo rum. Ja, na gut, da wo du wohnst, da können die ja auch frei rumrennen. Die haben es ja eigentlich ganz gut, was sowas angeht. So, Security Center. Handelsschiff, was bietest du? Nichts von Interesse, es tut mir leid. Zwar wäre Arzneimittel super, aber wir haben einfach nicht das Geld dafür. Für Arzneimittel. Da hat schon den ersten Sanitäter mit dieser blöden Krankheit erwischt. Wie das letzte Mal, dass wir diesmal Sanitäter haben. Die müssten jetzt nur anfangen zu arbeiten. Wir haben doch ein Blatt. Also könnten sie doch dieses Blatt verarbeiten zu einem Arzneimittel. Wenn dir kalt ist, dann deck dich zu. Einfach schön zudecken. Komm schon, Sanitäter, arbeite. Oh, ihr seid so anstrengend, ihr blöden Sanitäter, ne? Ich glaube, ich baue doch noch eine zweite Heilpflanze dahin. Lieber habe ich mehr zu viel als zu wenig. Komm, drei, go. Wir haben hier die Botaniker. Und wenn die kaputt gehen, ist es auch nicht so ganz so schlimm. Und das Essen haben wir auch aktuell, also von dem her. Wie sieht's aus? Schlechter Zustand, ja gut. Wird sich noch ändern. Wenn meine Sanitäter nur mal arbeiten würden, wir haben zwei Blätter und sie arbeiten nicht. Ja, Priorität hoch.